Hallo ihr Lieben, heute ist das dritte Tierkreiszeichen im astrologischen Horoskop der Zwilling dran. Die Zwillinge neigen zu Hektik und Schusseligkeit und suchen ihresgleichen. So vergessen sie, wo sie ihre Brille hingelegt haben, obwohl sie sie auf ihrer Nase haben. Aber leider auch wichtige Termine. Und sie führen gern Selbstgespräche. Und das ist der Zwilling, wie er leibt und lebt. Stundenlange Gespräche, ob im Treppenhaus oder am Telefon, gehören zu seiner Tagesordnung. Über die Menschen in seinem Umfeld weiß er genau Bescheid, ob Familie, Freunde oder Nachbarn. Dabei fügt er manchmal auch schon mal das eine oder andere Detail hinzu, um seine Geschichte interessanter zu machen. Der typische Zwilling braucht Abwechslung und liebt den Rummel. Dann ist er in seinem Element. Seine Kontaktfreudigkeit wirkt sich auf den einen als bezaubernd, für den anderen aber auch als oberflächlich aus. Er ist aktiv und charmant, doch alles, was von langer Dauer ist, langweilt ihn. Deshalb wechselt er häufig seine Theorien. Sein wacher Geist benötigt ständig neue Nahrung. Der Zwilling ist reiselustig und geht mit Schwung durch sein Leben. Er ist oft beruflich unterwegs und das mit großer Freude. Seine Bestimmung ist eher die Rolle des Vermittlers und er bewegt sich zwischen zwei Welten, um Informationen zu überbringen. So erlebt man den Zwilling. Und das nächste Tierkreiszeichen ist der Krebs. Herzlichst, eure Derya.